Okay, liebe Leute, wir machen heute mal wieder was Kleines für die Entspannung und zwar so ein bisschen raus in die Natur. Ein klein wenig Sightseeing im amerikanischen Arches Nationalpark. Ich benutze dazu einige Paver-Add-ons und als Flugzeug nehmen wir auf jeden Fall die Kodiak heute wieder mal. Ich bin da nochmal wieder so ein bisschen am Testen mit den Trägheitsmomenten und so weiter und so fort. Und ich benutze aber noch zwei Add-ons von Parallel 42. Unter anderem dieses Camp-Out-Add-on. Ja, das gibt es auf OrbX und im Marktplatz zu kaufen. Kostet unter 10 Euro und ermöglicht halt so ein kleines Roleplay. Ne? Man kann sich so ein kleines Camp aufbauen um das Flugzeug rum mit so ein paar Objekten. Zeige ich auch gleich. Und dann benutze ich auch vom gleichen Hersteller, also auch von Parallel 42, eine kleine Szenerie, Mexican Mountain Scene. Ja. Das ist dann quasi der Airport hier, unheimlich idyllisch gemacht. Parallel 42 sind auch die Macher von der Freedom Fox. Ne? Also wer die hat, der hat glaube ich sogar, Mexican Mountain ist da glaube ich sogar mit drin, weiß ich nicht. Nicht genau, ne? Aber das sind so wirklich Macher für Busch. Flugzeugfans oder für Buschfliegerei-Fans. Ja, und die Szenerie hier zum Beispiel ist unheimlich idyllisch. Hier sind so ein paar Camper draußen, ein paar kleine Flugzeuge, ein paar Lagerfeuer mit Rauch, allem drum und dran. Und das sieht einfach nur mega aus. Ja, und der Airstrip hier ist ja auch ein bisschen anspruchsvoll. Ne? Wenn man hier mit der Kodiak landen und starten will, muss man schon ein bisschen aufpassen. Und von hier haben wir es ja, ungefähr eine halbe Stunde zum Arches Nationalpark in Utah, wo wir uns die drei Sehenswürdigkeiten angucken, die der Microsoft Flight Simulator hier so reingebastelt hat. Das sind so Steinbögen und Felsformationen. Und ich zeige mal ganz kurz, wie dieses Add-on funktioniert, also dieses Campout. Und zwar gibt es dann in der Toolbar einen entsprechenden Menüpunkt. Ja, den kann man anklicken und dann kann man hier Sachen platzieren. Alles, was so innerhalb dieses grünen Kreises platziert wird, kann dann direkt auch als Preset abgespeichert werden. Ja, über diesen Punkt hier oben könnte ich das jetzt ändern und dann hier abspeichern und dann kann ich das woanders auch wieder laden. Ich kann das auch einpacken ins Flugzeug, ja, kann es auch wieder auspacken. Und wenn ich es so ausgepackt lasse und ich fliege weg, dann bleibt das auch in der Gegend stehen. Da gibt es dann aber, glaube ich, Grenzen nach einer bestimmten Menge oder diese Punkte hier oder Zeit oder so wird das dann auch, ich sage mal, aufgeräumt. Man kann das dann sogar teilen, man kann das irgendwie abspeichern als String. Kann man das einem Kumpel rüberschicken, der kann das dann bei sich einfügen, ja, sodass wenn man im Multiplayer ist, dass man quasi das Camp von dem anderen auch sieht. Ist auch echt putzig gemacht. Und dann haben wir hier so ein paar Items, die wir hinzufügen können. Ne? Das ist nicht allzu viel. Aber ist irgendwie echt cool. Was kann man denn noch hinstellen? Mal zum Demonstrieren. So einen kleinen... Ach, wir stellen einfach noch einen Stuhl mit hin. Das kann man einfach direkt hier so platzieren. Dann kann man das sogar drehen. Und der erscheint auch sofort, ne? Erscheint sofort. Wir können die Farbe ändern bei einigen Objekten. Und dann kann ich das auch abspeichern. Das war verkehrt. Mal gucken. Irgendwie da oben. Da wieder rein. Wenn ich das jetzt abspeichere, kommt halt der Stuhl mit zu. Ja. Was ist jetzt mein neues Set dann? Im Prinzip. Warum jetzt hier zweimal steht, kann ich nicht genau sagen. Es scheint ein ganz kleiner Bug zu sein. Ich hatte die Gegenstände einfach nur verschoben, aber sie sind theoretisch nur einmal hier drin. Ne? Ist eine Spielerei, wird definitiv nicht für jeden was sein. Ich bin aber unheimlich Fan von solchen so kleinen Rollenspielelementen und Mannequins und Items und sowas. Und dieses Tool, das zeigt einfach auch, was im Microsoft Flight Simulator so theoretisch, technisch schon alles möglich ist. Das Ding bietet natürlich in der Theorie unheimlich viele Anwendungsbeispiele. Ja, man könnte damit wirklich so kleine Szenerie-Editoren auch machen, sodass die Leute sich an kleinen Flughäfen auch so ein paar Objekte platzieren können, wie kleine KI-Flugzeuge, Menschen und sowas, ne? Also wenn man das ausbauen würde. Ja, also da steckt unheimlich Potenzial hinter dieser Technologie.
So, dann, bevor wir loslegen, sage ich noch mal ein Wort zum Thema Grafik. Und zwar teste ich ja auch so ein bisschen DirectX 12, habe momentan aber bei DirectX 12 das Problem, dass ich da ab und zu einfach kleine Flashes bekomme. Also alle paar Sekunden blitzt es so ganz leicht auf bei mir im DirectX 12. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Sollte jemand das gleiche Problem haben und hat herausgefunden, woran das liegt, kann er mir das bitte unbedingt in die Kommentare reinschreiben. Deshalb bin ich heute auch wieder bei DirectX 11 und habe im Gegensatz zum Phoenix Video jetzt aber natürlich die Slider wieder hochgedreht, ja, volle Kanne, Detailgenauigkeit, dann hier Gras, Büsche, Bäume und sowas, alles auf Ultra, Wolken auf Ultra, der Rest ist identisch. Ja, wir können es leider ja nicht als Preset abspeichern, habe ich im letzten Video schon gesagt, das wäre unheimlich geil, geht aber leider nicht. Hier habe ich jetzt auch Bildmessung wieder an und ich habe jetzt auch die Nvidia-Filter wieder drin, logischerweise. Ich habe jetzt mal noch einen Farbfilter mehr genommen. Für ein bisschen mehr Farbsättigung. Ich zeige mal ganz kurz meine Einstellungen. Ja, über GeForce Experience, Alt-F3, Einzelheitenfilter, den habe ich schon immer gehabt, oder in der letzten Zeit immer gehabt. Ja, 75, 70, 21 und 0. Da spiele ich manchmal auch noch ein bisschen so rum, aber ich lande ungefähr immer wieder in diesem Bereich. 75, 70, 21, 0. Und jetzt habe ich noch einen Farbfilter hinzugefügt. Ich drehe mal kurz das Bild, geht das noch her? Alles auf 0 hier oben, weil mich nur die Sättigung gerade interessiert. Das ist der Sättigungs-Slider quasi für schwarz-weiß und für absolut gesättigt. Das ist natürlich definitiv zu viel. Na, das sieht dann schon, das sieht fast zu unnatürlich aus. Ne? Das ist aber immer subjektiv. Der eine mag das vielleicht genauso. Bei mir sieht das so im Bereich zwischen 20 und 30. Ist das momentan bei mir das, was so am schicksten aussieht. Also was sich für mich auch nach natürlich anfühlt. Ich gehe mal so auf 28 mal runter. Ich guck mal. Meistens merke ich auch erst nach einer Weile, dass das irgendwie zu viel ist oder so. Und ja, das soweit dann noch erstmal auch zu den Grafikgeschichten. Jo, dann gehen wir mal ins Flugzeug rein, machen einen Cold and Dark Start und fliegen rüber in den Nationalpark. Ich mache es relativ fix. Ich denke mal, dass ich das ohne Checkliste hinbekomme. Bestimmte Sachen sind auch erstmal egal. Ein kleiner Hinweis für die Kodiak bezüglich des GTN, des Working Title GT 1000 XI. Ja, mein Gott. Des Working Title G1000 NXI. So rum wird ein Fahrwerk draus. Die Kodiak hat noch kein richtiges Update bekommen nach dem SU10. Da könnte noch bei euch das alte G1000 angezeigt werden, weil die Panel-Config noch nicht aktuell ist. Dann müsstet ihr gegebenenfalls über den Marktplatz trotzdem nochmal dieses NXI von Working Title installieren. Das ist dann für die Third-Party-Anbieter, die ihre Flugzeuge noch nicht geupdatet haben, dann die Möglichkeit, auch dieses NXI hier wieder reinzubringen, bis dann jeder sein Flugzeug auch wirklich aktuell gemacht hat. So, kurz Switch an, Batterie an. Pumpe kurz auf Standby. AHRS Align bedeutet, dass ich das Attitude Heading Reference System erst ja quasi ausrichten muss. Ja, in der Zeit sollte man das Flugzeug nicht unbedingt bewegen. Na, hier steht auch Keep Wings Level. Ich warte in der Regel, bis das wirklich durch ist, auch mit einem Motorstart, weil das fängt ja sonst alles an zu vibrieren und ich habe da Angst, dass mir das Ding irgendwie da reinfummelt. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal Sky Dolly starten. Und das neue NXI, da werden wir dann auch nochmal irgendwann ins Detail drauf gehen, im Detail drauf eingehen. Oh mein Gott, mein Deutsch halt ist wieder echt shit. Ich schalte das Teil schon mal ein. Für den Turboprop brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Engine Pages, ja, aber die sind ja jetzt durchaus quasi dann defaultmäßig immer mit dabei. Ist natürlich cool. Und dann können wir die Engine jetzt mal starten. Fuel Cut-Off, Propellerhebel komplett nach vorne. Den Hebel in den Idle. Den Firewall-Shut-Off-Valve oder das Firewall-Shut-Off-Valve zu. Navigationslicht an, Beacon an, Ignition on, Starter an. Und wie in jedem anderen Turboprop, ja, bei 12 bis 18% NG können wir dann den
Condition Lever auch in den Low Idle schieben. Dann fließt der Treibstoff, dann zündet es theoretisch. Ne? Wir müssen gucken, ob ITT hochgeht. Wenn ITT nicht hochgehen würde, dann hätte es einfach nicht gezündet, aber es passt alles. Das sieht gut aus. Starter aus. Ignition erstmal aus. Und sofort den Inertial Separator an. Ja, wir haben hier einfach eine wirklich absolut staubige Bahn, sodass man hier wirklich Gefahr läuft, ohne Inertial Separator irgendwie Dreck in die Turbine zu bekommen und sich die zu zerkloppen. So, Wind kommt aus Richtung Westen ganz leicht. Das heißt, wir starten in Richtung Westen. Also nach da. Wir starten in die Richtung dort. Und ich mache, glaube ich, gleich alles fertig, weil wir theoretisch ja auf die Bahn auch schon rauffahren. Die ganzen Busse an, Augsbus an, Generator an, Alternator an. Na, dann wird auch das hier gleich alles ready sein. Jawohl. Dann machen wir schon mal Taxilicht an. Wir machen auch die Strobes an, weil wir einfach auf die Bahn raufholen. Dann machen wir Landelicht auch gleich an. Zack. Dann kann da auch nichts passieren. Dann sind wir auch nochmal safe. Autopilot. Wir stellen schon mal hier auf GPS um. Hier stellen wir GPS ein. Ich wähle mal 6000 Fuß vor. Das sollte reichen. So, Flight Director ist automatisch mit angegangen. Das passt. Und ja, kleiner Flugplan, ne? Über GPS. Das mache ich mal aus, sonst piept das die ganze Zeit. Ja, das ist das Terrain Awareness Warning System. Sonst kommt hier die ganze Zeit Downsync, 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 wenn wir hier starten. So, Trimmung. Ich habe ein bisschen experimentiert. Ich wollte die Leute rausschmeißen, die alleine fliegen. Das heißt, zack, alle raus, außer mich selbst. Zack, 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 zack. Das ist ja auch ziemlich kritisch mit der Kürze der Bahn. Also wir könnten hier, glaube ich, voll beladen, würden wir es nicht schaffen, hochzukommen. Wir müssen hier wirklich so eine Art Short-Field-Take-Off machen und sollten bei 60 wirklich anfangen zu rotieren. Und wenn man voll beladen ist, könnte das fast noch zu schwer sein und wir könnten in den Stall kommen. So, alle raus. Wir fliegen alleine, wir wollen unsere Ruhe haben. Kein Gequatsche, kein nichts. Ich trimme. Also das sind jetzt wirklich Werte aus Tests. Es macht auch keinen Sinn in so einem Flugzeug, sich Werte rauszugucken, wie sie im Real Life, sag ich mal, gesetzt werden, wenn es im Flugsimulator einfach nicht 100% korrekt simuliert ist. Ne? Also laut meinen Tests muss ich jetzt hier für diesen Airport am besten setzen, so 1 bis 2 Grad Nose Down. Entschuldigung, 1 bis 2 Punkte Nose Down auf meiner Skala hier unten. Querruder minimal nur, wirklich ein paar Klicks. Querruder nach rechts. 0,3, 0,4 bei mir, so ungefähr hier auf meiner Skala. Und Seitenruder auch nur minimal eigentlich. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt groß am Flight-Modell irgendwas geändert hat. Früher musste ich durchaus auch ein bisschen mehr trimmen, aber so viel mehr brauche ich jetzt nicht. Ich mache dann lieber so ein ganz klein wenig mit dem Seitenruder wirklich manuell und komme damit besser klar, als wenn ich jetzt hier volle Kanne trimme. Das wäre zu viel. So, Luftdruck 2986, Flaps 20 und damit haben wir jetzt eigentlich alles gesetzt für den Takeoff. Können wir theoretisch loswollen. Wir müssen hier sehen, dass wir wirklich alles rausholen aus der Bahn, was geht. Wir werden also so weit wie möglich rüberrollen. Ne? Bremse lösen. Ich bleibe erstmal im Low Idle und unsere Gegenstände bleiben hier. Ne? Also theoretisch bleibt das jetzt alles so und ist nachher, wenn wir zurückkommen, auch noch genau so da. So, hier hinten sind unheimlich viele Steine am Ende der Bahn, aber eigentlich bräuchte ich jeden Meter. Ne? Einen Windsack haben wir hier auch schön. Diese alten Bäume, die rumliegen, finde ich so geil. Ja, das ist einfach nur mega genial gemacht hier. Oh, da bin ich jetzt irgendwo gegengekommen. Ich habe
schon wieder nur in die Landschaft geguckt und ich bin gerade irgendwo gegen so einen Strauch gekommen. Nicht, ne? Vom Hinschellen. Noch ein bisschen mehr gerade. So, ich gehe mal in den High Idle. Ja, Condition Level High Idle. Und ich werde sogar noch einen Millimeter zurücksetzen. Ganz leicht. Reverse. Ganz vorsichtig. So, und nicht bremsen beim Rückwärtsrollen, ja, sonst kippt man wirklich hinten über. Außen Reverse raus und lieber wieder Vorwärtsschub geben. Und dann bremsen. So, Vorwärtsschub, Vorwärtsschub. Okay, bremsen. So. Alles gesetzt. Können wir eigentlich loslegen. Konzentrieren. Und nochmal ganz kurz checken. Flaps, Bypass, Condition. Passt. So, Takeoff Power setzen. Uns fehlt jetzt natürlich ein bisschen was, ne? Weil wir haben die, die Inertial Separators aktiv. Und da fehlt einfach jetzt auch ein bisschen Power. Konzentrieren, los! So, also bei 60 rotieren. Ja, ich muss mit dem Ruder durchaus ein bisschen arbeiten, um das jetzt alles gerade zu halten. Und wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch! Das sieht ganz gut aus. Ah, ich benutze jetzt lieber so ein bisschen die Pedale, um noch das restliche Gear-Moment auszugleichen. Und ich mache jetzt den Inertial Separator aus, also zurück auf normal. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Power. Müssen wir natürlich entsprechend gegebenenfalls den Powerhebel auch wieder zurückziehen, sodass wir nicht über die Torque-Grenzen kommen, ne? So, eine relativ sichere Höhe. Wir nehmen die Nase ein bisschen runter und fahren jetzt so peu à peu die Flaps ein und drehen um, denn wir müssen in die andere Richtung. So, ich kann jetzt schon wieder die Trimmung eigentlich auch zurückdrehen, ne? Zumindest die Seitenrudertrimmung. Stelle ich jetzt schon wieder auf neutral. Mega geile Gegend hier. Ich sehe gerade, dass Sky Dolly gar nicht läuft. Ich muss auch mal ganz kurz was neu starten. Gleichzeitig fliegen und neu starten ist immer blöd. Jetzt läuft Sky Dolly ordentlich. So, hier unten ist der kleine Airport, ne? Also, wir fliegen aber ganz kurz über unser Camp drüber. Ich nehme ganz klein ein bisschen Torque raus. Jordan war schon mal an. Also, klein wenig Power zurückgenommen. Aber wir müssen da hinten über den Kamm rüber. Und hier unten ist der kleine Strip. Na, die Szenerie von Parallel. 42. So, dann gucken wir mal, dass wir uns auf den Flugplan draufsetzen. Ich nehme jetzt die Power zurück. Ich lasse die RPM bei 2200 laut Handbuch. Kann die Kodiak durchaus die ganze Zeit mit 2200 RPM geflogen werden. Es gibt da teilweise nur Tabellen für 2200 und 2000 RPM. Also
Das ist in Ordnung so. Ich nehme lieber ein bisschen Torque raus, um Sprit sparen. Also ein bisschen Power raus. Und dann schalten wir jetzt den Autopiloten ein. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Autopilot ein. Ganz kurz erstmal Höhe halten an. Navigationsmodus ist an. Wir haben fast 6000 Fuß, können wir so lassen. Und das dauert auch ein kleines Moment. Oder einen kleinen Moment, bis wir da sind. Das sind 39 Meilen. Das heißt, wir brauchen durchaus ja, 10, 15 Minuten. Und dann mache ich einfach einen kleinen Cut. Aber ansonsten ist das halt eine unheimlich geile Gegend. World Update 10 kam natürlich heute, nee, World Update 11 ist da glaube ich schon. Kanada kam natürlich auch heute raus. Oder kommt heute noch raus. Wenn das Video erscheint, ist das World Update, denke ich mal, auch schon raus, wenn alles klappt, logischerweise. Und da werden wir uns die nächsten Tage auch nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Ein neues Flugzeug kommt dann auch nochmal. Famous Flyer oder irgendwie Local Legend, müssen wir mal gucken. Und dann schauen wir mal. So, wir kommen langsam ins Zielgebiet. Ja, das ist der Arches National Park oder Arches National Park. Ich weiß gar nicht genau, wie man das jetzt korrekt aussprechen würde. Einzahl würde ich sagen Arc, ne? Also Bogen. Mehrzahl weiß ich gar nicht. Und dann gehen wir mal, glaube ich, ins Cockpit rein und schalten mal den Autopiloten aus. Und werden wir auch ein klein wenig langsamer noch. Dass wir uns das mal angucken können. Ich nehme die Querrudertrimmung jetzt eigentlich auch wieder komplett zurück auf 0 und dann ist gut. So. So, der erste Bogen, der hier quasi als Sehenswürdigkeit direkt eingearbeitet ist, den Namen habe ich vergessen, ist aber mit einer der größten Bögen hier in diesem Nationalpark. Ich setze mal durchaus fürs Langsamfliegen jetzt Flaps 10 Grad. Und das ist halt hier eine unheimlich geile Gegend, ja, diese ganzen Felsformationen. Findet man auch tausende von Bildern im Internet. Es gibt auch einen kleinen Freeware-Mod, da sieht das noch ein bisschen geiler aus, allerdings hat er so ein paar Texturfehler. Der ist einfach auch schon ein Jahr alt und ich glaube, der ist einfach dann nicht kompatibel mit dem World Update von den USA mehr gewesen. Jetzt mit dem neuen. Aber das sieht natürlich auch cool aus. So, nicht zu langsam werden. Und hier ist jetzt irgendwo der große Bogen. Der fällt dann auch so ein klein bisschen aus der Rolle, ne? Also es fügt sich nicht ganz so elegant ins Bild ein, finde ich. Da vorne kommt er. Hier kommt er. Oh, wie heißt er, ey? Ah, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Der andere heißt Delicate Arch. Da kommen wir gleich vorbei. Delicate Arch. Oh, das hier hab ich vergessen. Ich könnte jetzt die Sehenswürdigkeiten einblenden, aber ach, habe ich auch keinen Bock drauf. Alles andere ist Standard-Szenerie vom Flugsimulator, ja. Mega geil.
was die Technik so hergibt, allein aus den Satellitenbildern hier sowas zu rekonstruieren, ja. So, der nächste Bogen ist der Delicate Arc? Ich weiß wirklich nicht, wie man es sagt. Delicate Arc, würde ich sagen. Da vorne. Und dann kommen noch die Balanced Rocks. Das ist auch so eine Felsformation, wo man eigentlich denkt, wie hält denn der Felsen da oben? Der müsste eigentlich gleich runterfallen oder so. Kennt man eigentlich auch von Bildern. Mega genial. Unheimlich schön anzusehen. In Utah liegt das, Bundesstaat Utah. So, da vorne ist es auch schon zu erkennen. Ja, hier, Delicate Arc. Hammer-Aussicht. Und hier hinten sind diese Balanced Rocks oder Balanced Rock. Hier sieht ein bisschen die Textur drumherum ein wenig mau aus. Das passt nicht richtig, ne, würde ich sagen. Ne, hier fehlt irgendwas. Da passt was nicht von den Texturen her. Ja gut, 100% perfekt ist sowieso nie alles. Irgendwas ist ja immer. Da unten ist ein Parkplatz. Mega. Krass, ey. Herrlich, herrlich. So, hier vorne sind sie. Na, diese Felsformation, Balanced Rock. Oder Balanced Rocks. Weiß gar nicht, Einzahl oder Mehrzahl, kann ich gerade gar nicht sagen. Wir versuchen mal schön dicht dran vorbeizufliegen. Sehr markant. Kennt man eigentlich von vielen Bildern. Herrlich. Einfach nur herrlich. So Leute, dann setze ich mich mal wieder so ein bisschen auf den Flugplan drauf, dass wir zurück zu unserem Camp fliegen. Ich gehe jetzt auch wieder auf 6000 Fuß hoch, ein bisschen mehr Power rein. Und Flaps wieder einfahren.
War ein bisschen zu viel Power. Ja, hier gibt es normalerweise noch richtig coole Felsformationen, die so aber alle nicht wirklich 100% korrekt modelliert sind, rein aus der Textur raus. Schade, dass dieser Mod einfach veraltet ist. Also hier gab es einen richtig geilen Mod. Da waren diese großflächigen Felsformationen eigentlich auch wesentlich geiler zu sehen. So, dann Autopilot wieder an. Nav ist an. Höhe halten. Ah, wir gehen mal wirklich auf 6000 Fuß, würde ich sagen. Die letzten paar Meter noch im Vertical Speed Modus. Wir sind zu dicht dran, glaube ich. Das rafft er nicht mehr. Doch. Doch, hat er noch gepackt. Hat er noch geschafft. Sehr schön. Jo, das dauert jetzt auch wieder, ich sag mal, durchaus 15 Minuten, bis wir zurück sind. Ne? Also wir haben ungefähr eine Groundspeed von 160 Knoten. 40 Meilen sind davon ein Viertel, also 15 Minuten ungefähr. Pi mal Daumen. Also, ich mache wieder einen kleinen Cut. Und dann versuchen wir uns da irgendwie reinzulanden. Was ist denn hier so weiß? Ist das so? Das sieht erstmal von den Texturen so aus. Hier fehlt gar nichts. Das ist so weiß, oder bin ich blöd? Das mutet erstmal ein bisschen komisch an. Müsste ich mal im Internet gucken. Was ich noch sagen wollte, cool wäre es, wenn die Codec endlich mit Floatern rauskommen würde. Na, eigentlich sollte es ja noch eine Variante mit Floatern geben. So wurde es zumindest damals beim Verkauf auch angepriesen. Das staune ich, ne? Von der Milvis Pilatus fehlt auch noch die Steam-Version. Es sind noch so viele Sachen offen, die jetzt mal langsam alle eintreffen könnten. Meine Meinung. Also, bis gleich. So Leute, wir nähern uns unserem Camp. Dann schalten wir auch mal den Autopilot gleich wieder aus. Und ich hau schon mal den Inertial Separator wieder rein. Und dann gucken wir mal, ob wir da heile runterkommen. Ich sag mal, mit ungefähr 75 Knoten sollten wir dann unten aufsetzen. Und Inertial Separator wirklich unbedingt anhaben, gerade wenn wir noch, ich sag mal, Umkehr Thrust, also Reverse Thrust nutzen würden. Ne? Sonst würden wir uns da wirklich direkt noch reinblasen, den Staub. So, ein klein bisschen ranzoomen. Und dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie runtersinken. Also ich würde trotzdem erstmal drüber fliegen zum Gucken, also ich mache jetzt keinen Straight-In. Wir drehen da noch mal so ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Ich habe erst einen Test gemacht. Ich überlege, ob ich um den einen Felsen drum fliege. Es macht sich fast schon besser. Das ist hier alles nicht so einfach. Wir müssen theoretisch hier runter. Ich gehe jetzt mit der Speed runter, ne? Power raus. Und genau hier jetzt links unter uns, kann ich von hier gar nicht zeigen, hier unten ist die Bahn. Und egal wie ich komme, so richtig eine schöne Platzrunde kriegen wir hier einfach nicht hin. Ich müsste, glaube ich, von da hinten kommen. So machen wir das auch. Wir fliegen hier einmal um diesen Berg rum. Die Höhe liegt auf, oder der Platz liegt auf 4400 Fuß. Wir gucken mal kurz, alles frei. Hier hätten wir ein bisschen Platz drin, ne? Ne, ich mach das nicht. Wir fliegen hier mal einmal um die Dinger rum. Mann, ich will eigentlich die Kamera nach vorne stellen. So. Wir folgen mal dem Fluss hier einmal fast im Kreis. Jetzt habe ich wieder Eye-Tracking nicht an, ich Depp. Wieder vergessen. So, Flaps 10 Grad. Ich muss auch mal schnell nachgucken, aber ich glaube, es waren 4400 Fuß. Ist das jetzt hier auch gut zu sehen?
Ja, 4460 Fuß Höhe hat der Airport. Noch ein bisschen weiter runter mit der Geschwindigkeit. Ich setze schon mal Flaps 20 Grad. Fahrwerk ist ja sowieso draußen, da braucht man sich drum kümmern. Lichter hatten wir auch noch an. Luftdruck ist auch noch gesetzt. Inertial Separators auf Bypass. Passt. So, jetzt ist nur Frage, ob wir die Bahn ordentlich erkennen. So, ich gebe ein bisschen Power rein. Ich will jetzt gar nicht weiter sinken. Wir haben es nur noch 500 Fuß bis unten. Da hinten dürfte aber schon sein. Okay, weiter sinken. Flaps voll. Ich sehe die Bäume. Ich sehe halbwegs die Bäume. Wieder Power rein. Nicht viel weniger als 75 Knoten. Oh Leute, ey, das wird interessant. Power rein. Gerade für die Kurve. Ein bisschen. Power wieder ein bisschen raus. Wieder ein bisschen rein, das war zu viel raus. Gleich bin ich wieder rein. Und Power off. So, Umkehrschub. Ah, das passt. Umkehrschub raus. Oh, herrlich. So, dann rollen wir mal wieder zu unserem Camp. Ich gehe jetzt in Low Idle. Ich habe wieder vergessen, Yaw dabei auszumachen. Jedes Mal. Das ist immer noch so ein Problem. Das ist eigentlich nicht gut. Das wäre jetzt noch cool, wenn hier auch so Effekte wie Staub und sowas kommen würden. Ne? Einige Flugzeuge haben damit schon angefangen, dass so wirklich irgendwas aufgewirbelt wird oder so. So, da ist unser Camp. Steht alles noch da. So wie es soll. So, da sind wir. Herrlich. Wir machen mal die ganzen Lichter aus hier. Den Rest lasse ich noch an für die Replay-Aufnahmen. Zumindest Strobes aus, Landelicht aus. Taxi auch. So. Geil. Kamera. Ah, okay, da ist irgendwas. Was ist denn hier? Ach, der Baum stört so ein bisschen mit der Kamera, okay. Ja, mega geil. Mega geil, Leute. Gut, liebe Leute, dann würde ich es dabei belassen. Ich hoffe, dass mit dem World Update Kanada heute alles klappt. Ich bin ja auch unheimlicher Fan von Kanada. Gerade oben die Ecke, so British Columbia und so, das ist ja mega, mega geil. Das finde ich noch tausendmal interessanter als die USA eigentlich.
Und ja, am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann da meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen, ein paar News abgreifen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für eine Multiplayer-Session finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da, das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.